Heute gibt es wieder mal ein Unboxing von mir, auch wieder über den Onlineshop elfen.de bestellt. Und zwar ist es die Feenartikelbox Tacheles von United Labels. Ich bin schon gespannt, was da drin ist. Hallo ihr lieben Schnäppchenjäger, Couponsucher und Testberichtleser. Heute habe ich wieder mal ein Unboxing von euch über den Shop elfen.de, beziehungsweise ich habe es mir natürlich selber gekauft, wo es günstiger war. Die Box kostet normal 15 Euro. Und jetzt schauen wir mal rein, was da für schöne Sachen wieder drin sind. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Schauen wir mal, was ist da drin. Ui, ich sehe schon mal, es ist auf jeden Fall mal eine Brotzeitbox wieder drin und eine Tasse und das andere könnte vielleicht eine Müsli-Schüssel sein. Ich schreibe euch den Gesamtpreis wieder in der Artikelbeschreibung, die einzelnen Produkte, was ich bekommen habe, beziehungsweise ich zeige es euch, rechne das jetzt dann zusammen, wie viel der Gesamtwert war. Erstmal auf Seite. Das erste ist definitiv schon mal eine Stofftasche. Für 9,95 ist die erhältlich, muss es leider kaputt machen. Immerhin mal in der Farbe, wo Erwachsene das Sack und Pack, Tacheles, Sack und Pack ist drin. Ja? Stofftaschen. Sind nie verkehrt. Besonders die Farbe, wo man dann wenigstens nicht den Dreck so säckt. Also wenn mal was ausläuft. Weil bei meinen alten Stofftaschen mit der Zeit sind dann so hässliche Flecken drin. Super, kann ich schon mal gut gebrauchen. Hoppala. 9,95. Überlegt es euch schon mal. Die Box kostet 15 Euro. Wir haben ein Brotzeitbrettchen, Butter bei die Fische. Brotzeitbrettchen kostet 7,95 und mit diesen zwei Sachen habt ihr den Wert von der Box schon drin. Und dann haben wir eine schöne Brotzeitbox. 6,95, beleidigt das lieber Wurst, Brot. Wenn ihr das vorher schon gewusst hättet, dass es gibt. Allerdings fällt mir jetzt gerade so auf, ist die schon ziemlich ramponiert. Gut, 6,95. Dann haben wir hier definitiv eine Tasse. Also ob wir Tassen jetzt nicht genug hätten. Aber es sind ja besondere Tassen. Ich brauche morgens den ganzen Tag Kaffee. Die Tasse kostet 8,95. Dann denke ich mir mal, da ist eine Müsli-Schüssel-Schale drin. Wow, das ist echt super, weil die kann ich gut gebrauchen. Wir brauchen echt viel. Jedes Mal Fettnäpfchen für 8,95. Dann haben wir, was haben wir denn da? Das ist ein Notizbuch für 9,95 Denkzettel. Dann haben wir nochmal ein Blöckchen mit 100 Blatt, Punktraster. Das kenne ich. Ich glaube, das kann man im Bullet Journal oder was hernehmen. Für 8,95. So, Stift weg, Zeit ist um, Abgabe. Und dann haben wir da noch was drin. Ein Mäppchen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Eine Mappe, wo man sein Zeug, seine ganzen Sachen reintun kann von der Schule. Blätter und sowas. Cool, Armutszeugnis, das können wir brauchen. Noch gehen meine Kinder zur Schule. 3,95. Also wenn ich mir das ausschaue, für 15 Euro, schon ganz schön viel Zeug dabei, gell? So, das werde ich euch jetzt nochmal ausrechnen. Dann schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Machen wir das schnell weg, damit das noch kaputt geht. Das wollen wir ja auf keinen Fall.
Boah, ich bin jetzt ganz erstaunt. In diesem Päckchen für 15 Euro habe ich einen Wert von 65,60 Euro. Wenn sich das nicht diesmal rendiert hat, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja vierfach, wenn du das normal kaufen würdest. Also das rentiert sich schon. Fans, wenn ihr das toll findet, dass ihr auch Schüsseln habt, Tassen, Brotzeitbretter und Brotzeitdosen, die ihr sowieso brauchen würdet, würde ich auch hier sagen, im normalen Handel kriegt ihr das nicht so günstig. Ihr müsst aber damit rechnen, dass diese Boxen unterschiedlich gepackt sind. Also da ist nicht immer dasselbe drin. Würde ich jetzt mal sagen, aber dazu werde ich in den nochmal reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut in ein Unboxing-Video von mir. Bestimmt kommt dann nochmal eins, weil mir hat das jetzt echt überrascht. Und ich habe die alle selbst gekauft. Ich werde mir vielleicht überlegen, dass ich doch mal ein Gewinnspiel mache. Seid gespannt, vergiss nicht mich zu abonnieren, schaut auch in die Artikelbeschreibung rein, da sind auch die ganzen Einzelheiten von den Produkten drin. Und folgt mir vielleicht auch auf meinen Instagram und Facebook-Kanal, ich würde mich jedenfalls freuen. Bis demnächst, eure Petra.